Leute, was geht? Wir reagieren heute auf ein neues Video von den Jindawis mit einem sehr guten und interessanten Titel. So mag ich das nämlich. Mila weint. Also, alle haben schon geweint, außer Mila. Ich bin gespannt. Los geht's. Ich muss nochmal kurz gucken, ob der Chat am Start ist. Zay, was machen wir nochmal, wenn Nader atmet? Chat? Sehr gut, der Chat weiß Bescheid. Ist Berke im Chat dabei? Berke, bist du im Chat? Was machen wir, wenn Nader Fußball spielt im Video und trifft oder generell einen Skill macht? Okay, Bergmann ist wahrscheinlich nicht im Chat da, dann geben wir den Job jemand anderen. Krasser Kicker, richtig. Aber war Berke nicht gerade im Chat? Ganz schwache Leistung. Ganz schwache Leistung. Den Job kriegt heute jemand anderer. Ab sofort, Digga. Wer nicht hört, muss fühlen. Er guckt als Gala-Fan einfach das Fan-Spiel, Digga. Soll mich nicht triggern, Allah. Wen geben wir den Job, Zay? Wer soll den Job für heute kriegen? Alle außer Rudi, bitte. Das tut übel weh. Heute macht Christin. Okay, los geht's. Boah. Mila. Aiwa, Sisi, Nitro, uff, i, au, ai, Starke Leistung. Mit miese Stinkefüße, er ist gut, wa? Damals auch, er war mal ein Krasser, er hat das immer gemacht. Okay, Bruder, wohin? Aiwa. Mila, 18 plus 18 ist nicht 60. Aber jetzt weiß ich, was es ist. 26. Ich kann auch rechnen. 16 plus 16. Wie viel ist denn 16 plus 16? 16 plus 16 ist gleich 26. Ja, stimmt. Mila. 28. Mila. 29. 30. Mila. 32. 16 plus 16 ist 32. Hab ich doch gesagt. Ey, wa. Nee, Zay, noch nicht. Aiwa. Nader hat noch nicht geatmet, Chat. Entspannt euch. Aiwa. Nitro. Okay, Mila. Wo ist Luisa eigentlich? Ja, du weißt Bescheid, es ist erst Montag. Wir sehen uns am Mila-Time. Pass auf dich auf. Und du weißt, wenn was ist? Ich ruf dich an. Nein. Ruf die Polizei. Du rufst Polizei. Nein, ich ruf dich. Ruf Polizei, Mila. Ich komm nicht. Wie, du kommst nicht? Ruf Polizei. Du kommst 100%. Du kommst. Du bist für uns alle da. Wallah, wir haben zwei Bowls gekauft. Gesund von Mutter von Mutter. Bowl Nummer 1, Bowl Nummer 2. Das Problem bei der Sache, wir fühlen... Nee, Berke! Nee! Nee. Berke, du hast für dieses Video Streamverbot. Für dieses Video. Die nächsten 13 bis 17 Minuten bist du nicht im Chat, Digga. Du hast uns gerade im Stich gelassen. Dein Job hat jemand anderer eingelöst. Du wurdest abgelöst. Wir fühlen es gerade nicht. Deshalb muss man auch manchmal, um die gesunde Balance wiederherzustellen, ungesund essen. Wir gehen jetzt einen Döner essen. Luisa, bist du bereit? Das ist wichtig. Wir gehen einen Döner essen. I want Nitro. Yes, we can. Boah. Döner, Eis out. Döner, Eis. Fuck. Bitte kein Döner, Eis out, Bro. Eis out, ihr wisst Bescheid. Wie spät ist es? Kalbfleisch. Wir suchen uns jetzt eine Ecke, wo wir uns... Döner, Eis out, ihr wisst Bescheid. Wie spät ist es? Kalbfleisch. Okay, aber gut, damit habe ich nicht gerechnet, Allah. Wir suchen uns jetzt eine Ecke, wo wir unser Döner genießen können. Oder ich weiß rechts vor links, aber ich habe keine Zeit. Ich muss einen Döner essen. Man muss Prioritäten setzen, Digga. Eine Stunde ist vergangen seit dem Döner. Ich schwöre, ich fühle mich so schlecht. Dieser Döner war nicht gut. Er war lecker. Er war einer der leckersten Döner, die ich... Der Döner ist bestimmt immer noch besser gewesen als der Döner in NRW, Bro. Jeder Berliner Döner, egal welcher, auch am Bahnhof, der so 2 Euro kostet, ist besser als in NRW der Döner. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Mein Leben gegessen hab, aber er war nicht gut. Tutsche, Nader hat noch nicht geatmet. Maria, er hat noch nicht geatmet. Ich sage euch Bescheid, wenn er atmet. Morgen gesunde Ernährung. Ey, Bro. Hallo Amerika, wir fahren jetzt zum Friseur. Nader schneidet seine Haare auf. Ziffer. Muss wieder sein. Seiten sind auf schamlos. Rede nicht von schamlos mit deinem Pickel da auf dich. Ja, was soll ich machen? Er hat Mietvertrag unterschrieben bis Ende des Monats. Grüßt alle, Peter. Seiten. An der Stelle auch mal Gruß von uns, Chat. Einmal Peter grüßen. Machen wir den Emoji rein. Wir grüßen Peter. Eine Sekunde, um den Emoji wieder zu beleben. Bitteschön. Frisch. Oha, sogar Ader kommt raus. Ader platzt gleich. Als wenn ich wieder atme und ich jetzt. Seh! Er hat geatmet! Zum Tag, den ich geatmet habe. Das war nicht einfach, Luisa. Ey, wa. Luisa war einkaufen, sie will mir. Danke. Mir etwas unbedingt zeigen. Mach deine Augen zu. Aber wirklich. Ja. Guck. Walla, Visa-Anzug.
Ich kann es gar nicht fassen, Digga. Er wird einfach Vater, Bruder. Er wird einfach Vater. Er hat einfach ein Kind, während wir alle immer noch... Es sind immer dieselben Talks, die wir führen bei der Reaktion. Aber es ist irgendwie so geworden. Alle Freunde verloben sich, heiraten, kriegen Kinder. Und wir sind immer noch gleich. Es verändert sich nichts. Wir bleiben in diesem Illuminatendreieck. Und ihr bleibt in diesem Chat gefangen. Habt ihr mich verstanden? Hallo Amerika. Hey, wo? Heute ist Pokalspiel, kein Punktspiel. An alle, die sich auskennen, ihr wisst Bescheid. Ich kann es nicht so gut erklären. Chris! Hallo Chris! Berke wurde abgelöst. Chris, tu's! Ja, danke schön, Chris. Krasser Kicker. Ja, Berke, so schnell kann's nämlich gehen. So schnell kann's nämlich gehen, Berke. So schnell kann's nämlich gehen. Ja! Guten Morgen, Amerika. Guten Morgen. Ich habe einen Frauenarzttermin. Ich freue mich so krass, ey. Ich höre, die letzten Tage hatte ich ein bisschen Schmerzen. Ich hoffe, es ist nix. Alles ist super, alles ist okay. Der Arzt meinte, ich mich... Sehr gut, Alhamdulillah. Zeig, bitte geh mal hin zum nächsten Fußballspiel und nimm das auf, wie du das sagst. Das wäre der Shit. Nicht mehr so überbelasten soll, nicht mehr so viel laufen soll, weil es dann normal ist, dass das Kind ein bisschen drückt. Ich bin einfach nur glücklich, dass alles in Ordnung ist und es ist einfach nicht mehr lang. Und dann ist sie schon da. Mein Gefühl sagt, sie hat wieder danach geweint. Aber das sagt nur mein Gefühl. Los, Pizzi, spring in die Luft, mein Bruder. Hanne, es ist nicht so warm hier gerade auf dem Dachboden. Warum machst du schon wieder diese Geräusche, Bruder? Das bockt sich gerade nicht. Wallah, Billa, das bockt sich gerade nicht. Ich brauche einen neuen Computer, Wallah. Hey, wa. Guten Morgen, Amerika. Was hast du mit mir gemacht? Ich schwöre, es ist überall. Zay und Berke, wenn ich das nächste Mal nach Berlin komme, gehen wir zusammen zu einem Spiel, okay? Wir gehen dann zusammen hin einfach. Schau, wir kommen einmal nicht weiter und wir haben noch nichts gefrühstückt. Die Jindawi sind aber fuchsig. Wir mieten einen Roller und wir gehen frühstücken. Und wir nehmen euch natürlich wieder mit, ihr kleinen Schlawiner. Ist cringe? Ist nicht cringe, wa? Community von uns. Wir können doch Schlawiner sagen, oder? Aber kleine Schlawiner, Digga, man kennt ihn. Und nicht, dass du auf die Idee kommst, mich Schlawiner zu nennen. Aber wenn du willst, kannst du machen, aber muss nicht sein auch. Ja. Wir wollen einen Roller mieten, um uns durch den Stau zu schlängeln. PC muss auch mal atmen, genau. Jungs, Mädels, wir müssen auf das Video reagieren. Hört auf, jetzt über den PC zu sprechen, danke. Was ist das alles? Schlawiner, Schlängel, Mängel, was ist los? Heute ist Luisa witzig, Bruder, im Video. Ich sag euch ehrlich, heute mit Döner hatte sie mich und mit der Schlange hatte sie mich auch. Macht es nicht mehr. Ey, boah. Doch, macht das. Gebt euch mal den Stau, ja, ich muss euch das zeigen. Und guck mal, von da hinten kommen Autos und da vorne ist full. Ist full. Deshalb, Luisa, wir brauchen Roller. Wir müssen mit E-Scooter anfangen, weil die anderen Roller viel zu weit weg sind. 140 Meter. Und da vorne ist ein E-Scooter. Wir fahren mit diesem E-Scooter bis zum Roller und mit Roller gehen wir dann frühstücken. Dieser Katze geht gar nicht gut. Luisa, gleich kommt... Hat da jemand Katze gesagt? Der, dem sie gehört? Oh. Guck mal, sie will spielen. Wollt doch spielen. Man darf ihn nicht parken. Was machen wir jetzt? Bis wohin darf man denn nicht? Ich habe eine Idee. Du nimmst den Roller und ich fahre bis da nach vorne mit dem Roller. Okay, aber sei vorsichtig. Ich schwöre, ne? Wenn du nicht vorsichtig bist, ich bin enttäuscht von dir. Was macht die denn? Die fährt einfach alleine los. Yalla, Kickdown. Nee, ich bin noch nie E-Scooter gefahren. E-Scooter sei schon, E-Roller. Amerika, wir sind angekommen. Wenn du merkst, Strohhalm ist aus Baum gemacht, dann ist es gesund. Ey, wa. Du willst nicht im Schatten sitzen, ne? Nein. Dieser Saft schmeckt krass, ja? Ist voll romantisch gerade mit dir, ja? Cappuccino! Ordnungsamt, oh. Meister Proper, wie geht's? Danke, gut. Und selbst? Alles gut, danke. Oh nein! Freut mich. Mein Roller da. Hanne, das ist offiziell, ich will das Wort nicht sagen. Ich sag nur Hu. Das ist ein richtiger Hu-Job. Wer diesen Job macht, ist wirklich ein Hu. Du wirst überall als Hu beleidigt. Hanne, wer sympathisiert mit so Ordnungsamt, der Strafzettel macht? Hufeisen, genau. Ein Hufeisen-Job. Ein Hufeisenbesitzer, genau. Stell dich mal vor, ihr seid so mit eurer Familie am Sitzen. Ja, was machst du denn so beruflich? Na, ich arbeite beim Ordnungsamt und ich stelle Strafzettel aus. Ehre Mann, Digga.
Das ist dein Ehrenmann-Job. Darf ich hier parken, oder? Darf ich? Die? Ja. Na klar. Ja, super. Jeder Linie, Balance-Fahrzeuge dürfen auf jeden Fall. Was für ein Fahrzeug? Balance. Boah, Bruder. Sag mir, dass du Deutscher bist, ohne dass du Deutscher bist. Ja. Sexy Balance. Sexy Balance, genau. Genau. Okay, am Ende wurde noch sympathisch mit Sexy Balance. Ey, wo. My wife. This is for you, my wife. Thanks a lot. No problem. Thanks a lot. You are short. Romantic. Warte, bin ich auch ein Mann. Das ist mir ein bisschen zu gesund, Digga. Nee. Was ein Ehrenmann. Zay, jetzt ist wieder dein Auftritt. Nada hat was Süßes gemacht. Guck, Berat war schneller als du, Zay. Der Ehrenbruder hat ihr Beeren gegeben. Teamwork makes the dream work. Heißt übersetzt, Zusammenarbeit macht die Zusammenarbeit lässt den Traum arbeiten. Make the dream work. Hier ist Müll. Ist das Mülltüte? Guck mal, die Mülltüte von Luisa, bitte. Entschuldigung, fällt euch eigentlich was auf? Los, Marc, reparier meine Uhr. Teamwork make the dream work. Teamwork make the dream work. Oh mein Gott, ich krack mir ein. Guck mal. Wer hasst alles Insekten? Eins in den Chat. Danke. Wenn ihr mich fragen würdet, vor was ich mehr Angst hätte, vor einem Dinosaurier oder einem Insekt, safe Insekt. Gibt nichts Ekleres, Bruder. Ich spüre meinen ganzen Körper eh nicht mehr. Ist betäubt. Ich betäube meine Sinne. Ich besinne meine Täube, Täube. Du bekommst 50 Euro, wenn du von dieser Linie dieses Stück Pappe in diesen Mülleimer schmeißt. Okay, kein Problem. Fühlst du dich der Aufgabe gewachsen? Natürlich. Sehr stark. Teamwork, make the dream work. Iowa, Amerika. It's weekend time, it's Mila time. Wir gehen Mila von der Schule abholen. Welche Klasse ist sie eigentlich? Zweite Klasse? Ja. Schwache Leistung. In ihrem Alter, ich war fünfte. Den Trick habe ich damals gelernt. Scheiße, ist weg, hat nicht geklappt. Ich hab's verlernt, Walla. Ah. Ey, hier war einfach auch meine Grundschule, ne? Weißt du, was ich machen würde, wenn ich nochmal in dem Alter wäre? Was? Ich würde fragen, ob du mit mir zusammen sein willst. Und dann hätte ich durchgezogen, von da bis jetzt. Ja, das wäre eine schöne Love Story. Better Story than Twilight. Ich auch. Sehr gut, da sind wir uns doch einig. Wie war Schule? Gut. Was hast du gelernt? Die Eusebia. Wen? Die Eusebia. Ich bin die Eusebia. Du bist Eusebia? Was ist Eusebia? Die kleine Eule Eusebia. Und dort drüben auf dem Ast gerade ist das Eichhörnchen bei ihr zu Gast. Eusebia, was ist denn 2 plus 2? Eusebia, ich liebe dich. Natürlich 3. Oder sind es 10? Warte, 2 plus 2 sind 5. Kein Wunder, warum die kein Mathe kann. Was lernst du in der Schule? Hallo, das ist eine Geschichte. Ja, und was kommt am Ende raus? 4 plus 4 ist 4. Nee, mehr Lauf, komm, nach Hause, komm. Ey, deine Schuhe sind hier zu groß, oder? Perfekt. Mila, das ist nicht perfekt. Mila will unbedingt zum Bauernhof. Natürlich erfüllen wir ihr Wunsch, denn it's weekend time, it's Mila time. Ach, bei Bauernhof. Los, Pferde, zeigt euch. Das Laufen ist einfach anstrengend geworden. Ich habe das Gefühl, ich trage die ganze Zeit eine Wassermelone mit mir. Von heute auf morgen, der Bauch ist einfach riesig geworden. Und schwer. Ach, Imani, komm einfach raus. Ich kann nicht mehr. Wenn du mich liebst, fang einen Huhn. Wie denn, Nedder? Ich kann nicht mal laufen. Nedder? Die Hühner halal? Die sind halal. Oh, jetzt hatte sie mich aber. Jetzt hatte sie mich aber. Stimmt, ja. Alles klar, Digga. Warte mal kurz, hat Mila gerade ein Autogramm verteilt? Eine Sekunde. Die sind halal bestimmt, ja. Und warum haben die Bläs keine Schuhe an, Digga? Okay, Props an Mila. Schwein. Bleib genau so, ich muss dich zeichnen. Was, Bruder? Okay, der wurde auch gut eingesetzt. Was soll ich sagen, Bruder? Ja, der war sehr stark, der kam gut. Ah, nochmal. Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Okay, den muss ich mir merken. Den muss ich mir merken für meine Vlogs, der kam gut. Das schreibe ich mir jetzt auf meinen Zettel, den ich gerade nicht habe, aber egal.
Das Pferd sieht aus wie der Opa. Bro, das war ein Esel, seht. Hier gibt's eine Blume für Mila. Erstmal die kleine für Mila. Und hier eine große Vase für Luisa. Dankeschön. Bitte. Seh, Nada hat geatmet. Bitteschön, weil ihr beide meine kleinen Blumen seid. Jetzt lasst mich mal für ein paar Stunden in Ruhe. Ihr seid so anstrengend. Ich kann nicht mehr. Hey, Luisa, guck mal, was wir hier noch haben. Die Rollschuhe von Mila. Kannst du Rollschuhe fahren? Die Frage ist, ob du fahren kannst. Ob ich fahren kann? Ja, pass mal auf. Yalla, let's go! Abo, abo, abo. Leute, guck mal seine. Ich hatte immer diese Inliner mit vier Dingern. Vier Stück und ich glaube, die waren in Angebot, weil meine Mutter hatte mir in Gelb gekauft. Auf korrekt. Aber ey, manche Kinder hatten gar keine Inline-Skater, von daher immer zufrieden sein. Waden, guck mal seine Waden. Angebot ist kein Spaß, nee, nee. Hey, wa. Wettrennen. Du stehst hier? Ja. Das ist so traurig, dass heutzutage die Kinder sowas nicht mehr machen, wa? Man sieht sowas gar nicht mehr. Alle sind am Handy, Bruder. Wirklich. Oh mein Gott. Ganz kurz. Ganz, ganz kurz. Ich war gestern bei Amir, Haare schneiden. Wie immer. Was soll ich sonst bei Amir? Ich habe Haare geschnitten, ich laufe zu meinem Auto und will nach Hause fahren. Da ist ein Park, Parkplatz, sag ich schon, ein Spielplatz, okay? Da. So. Es sind vier Kinder da am Schaukeln. Ey, und ihr wollt gar nicht wissen, was diese Kinder getalkt haben. Die waren maximal, ich mein's ernst, maximal 11 Jahre alt. Hast du meinen TikTok geliked? Mein TikTok hat 200 Aufrufe und 30 Likes. Hoffentlich geht das viral. Hast du schon meinen TikTok geliked? Nee, dann bin ich nicht mehr deine Freundin. Bruder, Bug. Walla, Billa, mir ging's da wirklich echt nicht gut. Das fand ich wirklich sehr traurig. Da hat's in mein Gehirn wehgetan. TikTok hat die Welt, hat die Menschheit an den Das ist krass, wirklich. Puh. Naja, wir machen weiter. Ja. Wir fangen da hinten an. Wir werden um einen Ausschnipsel, okay? Okay. Gespuckt ist abgemacht. 3, 2, 1. Here we go! Mila hat gewonnen! Mila, du musst nachher einen Ausschnipser geben. Nee, keiner mag dieses Gefühl mit Spuck am Finger. Nee, ich mach dich, ne? Was bei dir Ohrschnipser? Sie legt ihr Finger an, sie will in mein Ohr stecken. Mila, so musst du machen, so. Ah! Lachst du, ja? Ich hab Mila zum ersten Mal so lachen hören. Offiziell, Mila hat zum ersten Mal in ihr Leben gelacht. Ich würde sagen, geweint. Das war der erste Lacher von Mila. Das war was ganz Neues für meine Ohren. Mila lacht, wenn Gewalt passiert, Digga. Sie gehört zu dieser Sorte. Es gibt Menschen, die lachen über Humor. Und es gibt Menschen, wenn sich Menschen wehtun. Und es gibt Menschen, die lachen, wenn sich Menschen verletzen. Sie gehört zu dieser Sorte. Ah, komm, zweite Runde, komm. Ey, was muss ich machen, damit ich schneller bin? Edith, wenn du nach hinten gehst, du musst fahren lassen. Du kannst nicht direkt links. Ich muss einen fahren lassen. Nein, Edith, Mann. Komm, wenn du... Aber heute sind, also in diesem Vlog waren die richtig gut drauf. Da steckt an, diese Positivität. Fährst, das sind deine Füße. Ach so, ich hab verstanden. Ja, genau. Aber jetzt schnell. Jetzt müssen wir wieder. Ja, nee. Okay, Leute, zweite Runde. Es geht wieder um einen Ohrschnipser. Round 2. 3, 2, 1. Krasser Inlinefall. Nee, das ist ein Rollschuh sieht. Na, da hat die Runde gewonnen. Ey, wow. Der jetzt gewinnt, ist der offiziell. Hat sie deswegen geweint? Noch hat sie ja nicht geweint, das Video geht noch eine Minute. Hat sie deswegen geweint, Bro? Boah, das wird sie nicht bocken. Gewinner. Boah, das hat mir sogar wehgetan. Round 3. 3, 2. Bella, danke fürs Spoilern. 1. Here we go. Oh nein. Nein! Nein! Sie hat noch Schmerzen von davor! Oh nein! Oh nein! Nee, ich will nicht weiter gucken, Chat. Ich will nicht. Da wird mein Herz wird bluten. Ich hab Mila noch nie weinen und mein Herz wird bluten, Bro. Ich will das nicht. Guck mal, ich weiß ganz genau, wie es war. Es hat ihr vorhin wehgetan, sie wollte sich nichts anmerken lassen. Die machen ihre nächste Runde und dann fängt sie an zu weinen. Du kannst doch nicht heulen, bevor du einen Ohrschnipser bekommst. Aber nein, das tut dann weh. Ja, aber man heult doch, nachdem es wehgetan hat. Und trotzdem. Ja, wir können verhandeln. Weißt du was? Weil du meine Schwester bist, kriegst du nur einen Backpfeife. Du sollst mir eingeben. Kein Backpfeife. Ich schwöre, das hat wehgetan. Soll ich jetzt auch heulen? Ey, wa. Rollschuh fahren. Sehr starke Erziehung. Aber er hat's gut gehandelt. Er hat's gut gehandelt. Walla, die hat mir gerade. Boah, es hat wehgetan, Bruder. Walla. Es hat wehgetan. Komm, war anstrengend. Jetzt müssen wir erstmal was essen. Ey, aber hier ist alles voll. Haram ist im Chat. Ich küsse dein Herz, Bro. Das Rohr ist voll, Luisa. Nadir. Ich habe eine Idee. Wir gehen auf dem Dach essen.
auf dem Dach essen. Boah, das ist der Berliner Drip, Bro. Das ist der Berliner Drip. Das ist der Berliner Drip. Ich wünsche, ich wäre in Berlin geboren, Alter. Ich sag's euch ehrlich, Mann. Beste Essen. Und das machen viele Berliner, Digga. Das machen viele Berliner. Sowas sieht man in NRW gar nicht. Und wenn wir nicht gestorben sind, leben wir noch heute. Seid ihr eingeschlafen? Ich muss sagen, das Video war anders irgendwie, aber vom Vibe her viel, viel, viel entspannter. Wisst ihr, was ich meine? Es wurde viel gelacht. Die waren jetzt nicht so hardcore viel unterwegs oder haben nicht so auf Kampf versucht, witzig zu sein. Weißt du, ich meine? Das machen die generell nicht, so meine ich das nicht. Aber vom Vibe her war das so sehr, sehr, sehr entspannt. Wanda, ich fand das Video sehr gut. Wenn ihr wollt, dass wir auf weitere Jindoys-Videos reagieren sollen, dann gibt es wieder einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, wird mich sehr freuen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Okay, tschüss.